erstmals ausgetragen, der Erlanger Cup, vor 15 Jahren fand in Erlangen zum letzten Mal eine Erlanger Tischtennis-Stadtmeisterschaft statt. Damals in der Sporthalle an der Kumotauer Straße, auf dem Sportgelände der Sportgemeinschaft Siemens Erlangen. Unter der Federführung von Klaus Heinrich für die SGS Erlangen und Michael Münzinger für den TV 48 Erlangen. Jetzt im Jahr 2012 gibt es wieder ein großes Tischtennisturnier in Erlangen, den Erlangen Cup. Diesmal ausgerichtet von der Spielvereinigung Erlangen. Und der Erlangen Cup startet am Samstagmorgen mit der Herren C-Klasse.